Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Zuschauer zu Hause und auf der Tribüne, liebe Flüchtlinge, Refugees, welcome. Wir Piraten heißen euch willkommen in Deutschland und in Nordrhein-Westfalen. Liebe Frau Ministerpräsidentin, starke Rede, läuft bei Ihnen, alles wird gut, Sie packen es jetzt an. Zum Thema klare Worte muss ich sagen, Herr Mustafa Zadeh, das waren eher die Worte nach vier Klaren als klare Worte, meiner Meinung nach. Denn da, wo das Land etwas tun kann, da packt es nicht an. Ich war in Essen an der Erstaufnahmeeinrichtung. Und wir sind damals hingekommen mit Windeln, wir sind mit Kosmetika gekommen. Und da kamen die Wachleute und die haben gesagt, was wollt ihr denn hier? Und wollten uns schon wegschicken. Und wäre ich nicht Landtagsabgeordneter, ich wette, wir hätten damals gehen müssen. Vorgestern, und dann wurde versprochen, es wird alles besser. Wir haben geredet. Und vorgestern ist eine Mitarbeiterin zu derselben Erstaufnahmeeinrichtung in Essen. Und sie hat vorher die Helfer gefragt, was kann ich denn mitbringen? Was ist denn gefragt? Und da wurde gesagt, na, für die Kinder kannst du was mitbringen. Die freuen sich immer und die haben hier auch keine so gute Versorgung. Denn das Mindeste, was die Flüchtlinge kriegen, berücksichtigt die Kinder nicht in dem Maße, wie sie es bräuchten. Also ist sie hingegangen und hat Bonbons gekauft, hat Luftballons gekauft, ist zu dieser Erstaufnahmeeinrichtung gefahren, war nicht mal auf dem Gelände. Da kamen die Sicherheitsleute und haben ihr gesagt, Zitat, ihr könnt hier kein halbes Schwein abgeben mit Reis oder, und das finde ich viel schlimmer, und das zeigt, wo das Land am falschen Ende spart, mit privaten Sicherheitsleuten, seid ihr hier, um die Affen im Zoo zu füttern. Das, meine Damen und Herren, darf an einer Erstaufnahmeeinrichtung des Landes einfach nicht passieren. Bringen wir die weltweite Situation der Flüchtlinge mal auf den Punkt. 60 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht. Sie fliehen vor Krieg, die auch mit deutschen Waffenexporten geführt werden. Sie fliehen vor Verfolgung durch Unrechtsregime, die auch die Rückendeckung und den Schutz der deutschen Bundesregierung genießen. Sie fliehen vor Armut, die durch den europäischen Wirtschaftskolonialismus auch auf dem Balkan noch verschärft wird. Kurzum, wir Deutschen haben eine politische Verantwortung und wir haben die politische Pflicht, die Folgen der humanitären Krisen zu bewältigen. Und es ist Ihre Aufgabe, Frau Ministerpräsidentin, die Aufgabe dieser Landesregierung, politische Lösungen vorzulegen und umzusetzen. Und da muss man nicht warten, die lange Zeit, bis hier das Parlament wieder zusammentritt. Das kann man auch in der Sommerpause tun. Sie müssen endlich Verantwortung übernehmen. Von 60 Millionen Menschen auf der Flucht werden dieses Jahr etwa 800.000 Menschen nach Deutschland kommen, 170.000, wir haben es schon gehört, kommen nach Nordrhein-Westfalen. Das sind im Durchschnitt weniger als 1% der hiesigen Bevölkerung. Immer wieder wird beschworen, die überwältigende Dimension dieser Migrationsströme. Aber die Untätigkeit der Landesregierung, der politische Unwille in den letzten 3 Jahren lässt das Ganze erst zum Problem werden. Wir haben keine Flüchtlingskrise, wir haben eine politische Krise. Und bis heute hat die Landesregierung uns kein geschlossenes Konzept vorgelegt für eine moderne Flüchtlings-, für eine moderne Asylpolitik. Was sie allerdings haben, das sind tausend und eine Ausrede, warum sie bisher untätig gewesen sind. Sie sagen, die anderen EU-Staaten, die sollen doch bitte in die Verantwortung genommen werden. Wir sagen Ihnen, auch mit einem Verteilschlüssel würde NRW ähnliche Aufnahmezahlen verzeichnen. Sie sagen, der Bund muss endlich seinen Verpflichtungen nachkommen. Wir sagen, das Geld ist da. Im ersten Halbjahr hat Nordrhein-Westfalen 2,2 Milliarden mehr an Steuern eingenommen. Nutzen Sie dieses Geld und sorgen Sie für eine humane Flüchtlingsaufnahme im Land. Denn ganz ehrlich, welchen Deal Sie machen mit dem Bund, das ist den Menschen und das ist den Kommunen erstmal sehr egal. Sie sagen, mit diesen Flüchtlingszahlen, da konnte doch niemand mit rechnen. Und wir sagen Ihnen doch, denn wir haben seit Jahren Belege dafür, dass immer mehr Menschen zu uns kommen werden. Die Belege, die kommen nicht von uns, die kommen vom UN-Flüchtlingshilfswerk, die kommen von Amnesty International, die sind seit Jahren öffentlich einsehbar. Aber Herr Minister Jäger, nehmen wir mal an, Sie wussten wirklich nichts von diesen weltweiten Migrationsströmen.
dann sind Sie nicht wie Frau Kraft im Sommerfunkloch, dann sind Sie seit 4 Jahren im Dauerfunkloch, oder? Und diese Möglichkeit, die scheint mir viel wahrscheinlicher, Sie haben das Problem einfach jahrelang wegignoriert, das halten wir für den viel, viel größeren Skandal. Dabei gab es zuhauf Belege. Schon im Herbst 2011 musste eine kommunale Massenunterkunft in der Kölner Herkulesstraße aufgemacht werden. Im September 2012 ist das Erstaufnahmesystem zum ersten Mal komplett zusammengebrochen. Aber es brauchte erst Burbach, es brauchte erst Bad Berleburg und es brauchte erst Essen, damit im Innenministerium überhaupt irgendwas passiert. Ich frage mich, konnten Sie von dieser sich zuspitzenden Situation wirklich überhaupt nichts wissen? Doch, ich sage, das konnten Sie und Sie sind trotzdem untätig geblieben. Und wir fordern in dieser politischen Krise ein, ein Ministerium einzurichten für Integration, für Flucht, für Einwanderung. Das kann Abhilfe schaffen. Denn die Flüchtlinge, sie sind hier. Und die werden hier bleiben. Und es werden mehr werden. Und die Probleme verschwinden nicht von alleine und sie verschwinden nicht durch Aussitzen. Denn nichts zu machen, das ist Schande mit System. Seit unserem Einzug in diesen Landtag konfrontieren wir Sie regelmäßig mit dem Versagen in der Flüchtlingsaufnahme. Seit 3 Jahren kriegen Sie unsere Anträge und die sind unterschriftsreif. Und alles, wirklich alles, wurde seit 3 Jahren von Ihnen systematisch belächelt und von der rot-grünen Regierungsmehrheit abgelehnt. Schon 2012 haben wir gesehen, dass NRW eine Neukonzeption braucht bei Aufnahme und Unterbringung. Das haben wir seitdem in zahlreichen Anträgen zu einer humanen, zu einer dezentralen Unterbringung gefordert. Dazu hätte es einer frühzeitigen Bestandsaufnahme bedurft. In Schleswig-Holstein hat man das gemacht und unter anderem deshalb stehen die heute besser da als wir. Außerdem haben wir in 2013, in 2014, in 2015 präzise Haushaltsänderungsanträge vorgebracht zur Flüchtlingsaufnahme. Jeder Einzelne wurde hier im Haus abgelehnt. Herr Jäger, Frau Ministerpräsidentin, Ihre Politik der Ausreden hat drastische Folgen. Ihr programmierter Notstand zündet Flüchtlingsheime an. So sieht's aus. Das ist Wasser auf die Mühlen derjenigen Nazis, die sich da vorstellen und grölen. Und eins möchte ich ganz persönlich an dieser Stelle sagen. Ich nehme mir raus, jeden Einzelnen als Paraderassisten zu bezeichnen, der Ausländer in Gute und in Schlechte sortiert. Die Landesregierung hat keinerlei Vorkehrungen getroffen. Die rot-grüne Regierung hat billigend in Kauf genommen, dass bei dem Anstieg der Flüchtlingszahlen unser Land und unsere Kommunen nicht über ausreichende Kapazitäten verfügen. Und so entsteht der Eindruck, dass die vor Krieg und Verfolgung flüchtenden Menschen NRW überfordern würden. So bereitet man den Boden für Ängste und Sozialneid in der Bevölkerung und so drückt man, bildlich gesehen, dem Heidenau-Nazi den Brandsatz in die Hand. Es ist einfach so. Und diese rassistischen Übergriffe, die gibt es auch in NRW, die kann man nicht wegreden. Frau Ministerpräsidentin hat das zugegeben letzte Woche, sie hat es gesagt. Hier in NRW hat sich die Zahl seit dem letzten Jahr der rechtsextremen Übergriffe hat sich die Zahl verfünffacht. Und damit ist die Zahl stärker gestiegen als in Sachsen-Anhalt oder in Sachsen. Und auch da werden wieder Augen verschlossen. Und Herr Minister Jäger behauptet, naja, also dieser Fremdenhass, das ist schon ein gesamtdeutsches Problem. Aber in dem ein oder anderen ostdeutschen Bundesland, da kenne man das mit dieser Migration und dieser Integration nicht seit vielen Jahrhunderten wie bei uns. Im WDR und Interview letzten Montag. Herr Laschet sagt, in NRW würde zumindest keiner von denjenigen auf die Straße gehen, die diejenigen beschimpfen, die helfen wollen. Dann lade ich Sie ein. Am 18.09. trifft sich die GIDA wieder hier am Hauptbahnhof. Am 12.09. die Republikaner in Köln. Ungefähr jedes Wochenende treffen sich in Dortmund die Rechten. Letztes Wochenende in Oberhausen vor dem Flüchtlingsheim haben Sie gestanden und haben Sie Heil gerufen. Ich lade Sie ein, kommen Sie zu den Gegendemonstrationen, gucken sich die Leute an, die diejenigen beschimpfen, die helfen wollen. Die gibt es nämlich leider auch hier in Nordrhein-Westfalen. Diese Ignoranz der Dimension der Probleme in Nordrhein-Westfalen halten wir, und das wird, solange niemand handelt, auch so bleiben, für eine Schande. Und die Verantwortung reichen Sie immer weiter. Die Kommunen sagen, das Land ist in der Pflicht. Das Land sagt, der Bund ist in der Pflicht. Der Bund sagt, die EU muss handeln. Auf gar keinen Fall diskutieren wir hier eine Aufweichung der Standards. Auf gar keinen Fall reden wir über Taschengeldkürzungen, reden über vermeintlich sichere Herkunftsländer. Es gibt eine EU-Richtlinie, es gibt die Verfassung und wir
halten das hoch. Man ändert Gesetze nicht einfach nur deswegen, weil einem gerade die Fallzahlen nicht passen. Aber auch ich möchte den Menschen in NRW danken, denjenigen, die sich engagieren. Auf jeden Fall heißen wir die Geflüchteten willkommen. Wir haben ausreichend Kapazitäten. Wir schaffen das. Deutschland kann ohne Probleme 800.000 Menschen aufnehmen. Ohne diese Freiwilligen wären die Folgen des Regierungsversagens gar nicht auszumalen. Von daher von unserer Seite vielen, vielen, vielen Dank. Jetzt hören wir bei der Unterrichtung vom Vizepräsidenten Uhlenberg, gerade so schön Regierungserklärung genannt, dass die Landesregierung mal wieder das Blaue vom Himmel verspricht. Alles wird gut, viele Appelle. Eine Viertelstunde würdigen Sie, Frau Ministerpräsidentin, gerade nicht da, gut, egal, würdigen Sie bürgerschaftliches Engagement. Ach, da vorne, Entschuldigung, das war auch nicht vorwurfsvoll gemeint. Fast eine Viertelstunde würdigen Sie bürgerschaftliches Engagement. Aber hier im Hohen Hause sollten wir über politische Lösungen reden. Bürgerschaftliches Engagement ist super und ist unentbehrlich. Aber, Frau Ministerpräsidentin, das ist hier im Haus nicht genug. Sie können nicht darauf hoffen, dass die Zivilgesellschaft regelmäßig die rot-grüne Landesregierung rettet. Seit 2012 fordert die Piratenfraktion in diesem Haus einen migrationspolitischen Rettungseinsatz. Die Landesregierung macht sich unterdessen schuldig, und zwar der fortlaufenden, unterlassenen Hilfeleistung. Vielen Dank.